Was? Das hat Elia gemacht? Er hat alle Baalpropheten umgebracht. Dafür soll er büssen. Ich schicke ein Boot zu ihm und der soll ihm seinen Tod ankündigen. Morgen um diese Zeit würde ich dich so zurichten, dass du wie einer von denen bist, die du mit dem Schwert töten hast lassen. Es ist genug, Herr. Nimm jetzt bitte mein Leben, weil ich bin nicht besser wie meine Vorfahren. Steh auf, iss Brot und trink Wasser. Dann auf und iss. Der Berg, der vor dir liegt, ist weit. Dann ist er geflüchtet. 40 Tage und 40 Nächte lang durch die Wüste, bis er am Gottesberg Horeb angekommen ist. Was machst du, Elia? Ich habe mir so viel Mühe gegeben für den Herr, den Gott der Herrscharen. Die Israeliten haben deinen Bund verlassen, deine Altäre haben sie geschlossen und deine Propheten haben sie mit dem Schwert umgebracht. Ich bin der Einzige, der noch übrig ist. Und sie haben versucht, mich zu töten. Geh raus, Elia. Und komm zu meinem Berg.
Gott, bist es du. Elia, Elia, geh zurück auf dem Weg durch die Wüste bis nach Damaskus. Such dort Leute und tun meine Anweisungen befolgen. 7000, die mir treu geblieben sind, will ich in Israel übrig lassen. Die anderen werden den Tod erfahren.